Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wertvoll Kochen. Heute nochmal mit Kathi Kuhlmann, ja, der ersten Miss Tuning überhaupt, Kinderbuchautorin, veganer Bäckerin, Kolumnistin und vieles mehr. Also wir werden noch ein bisschen drauf eingehen, aber schon ein bisschen etwas über dich erzählen, ja, von Tuning bis heute. Bis zur Backstube. Dass ich hier sein darf. Super. Und vegan backen heute mal im Fokus. Ja? Sonst immer nur warme Gerichte oder Vorspeisen, was auch immer. Und heute wird endlich mal wieder gebacken. Und es gibt was Süßes, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und heute wird es geben Himbeer-Thymian-Cupcakes. Und das Ganze natürlich vegan. So, was brauchen wir dazu? Ich möchte uns kurz mal die Zutaten erklären. Ja. Mhm. Wir brauchen einfaches Weizenmehl. Mhm. Ich habe es in Bio-Qualität gewählt. Wir brauchen vegane weiße Schokolade. Mhm. Die kommt auch noch mit die rein. Die haben wir hier, ein Teil davon schon schmelzen geschmolzen. Schon mal, genau. Der andere wird dann gehackt und so dazugegeben. Und du hast mich ja vorhin schon riechen lassen mit dem frischen Thymian. Im Rezept werden Sie getrockneten nehmen. Ist natürlich eine super Alternative, weil Thymian lässt sich sehr gut trocknen. Aber wir haben halt so schön frischen Zitronenthymian da, werden wir natürlich den frischen verwenden. Ganz klar. Ganz genau. Und als Clou in die Mitte kommt eine Himbeere. Obendrauf machen wir ein veganes Sahnehäubchen, auch mit Himbeere. Geht kinderleicht und ruckzuck. Und Wir werden natürlich kein Ei verwenden, ganz klar. Das hier ist Öl. Rapsöl, ganz genau. Rapsöl, aber also neutrales Geschmacksneutral, Rapsöl. Geschmacksneutral, ganz wichtig. Genau. Also keine Könnt ihr auch Sonnenblumenöl nehmen, oder? Wahrscheinlich. Ist auch nicht so sehr gut. Geschmacksintensiv. Also einfach neutrales, hochwertiges Pflanzenöl, Maiskeimöl oder sowas in der Richtung. Genau. Dann haben wir ein bisschen Himbeersirup. Sehe ich da. Genau. Um das Ganze halt zu aromatisieren. Dann haben wir Vanillezucker, normalen Zucker. Und die weiße Schokolade und Mandelmilch. Genau. Ja? Können wir auch was anderes nehmen? Sojamilch? Wir können auch Vanillesojamilch nehmen, dann ersparen wir uns den Vanillezucker. Mhm. Wir können auch Dinkelmilch nehmen, aber ich finde Mandelmilch ganz. Und natürlich Backpulver. Jawohl. Ja? Und da geben wir ungefähr so ein halbes Päckchen. Rheinweinstein Backpulver sowieso, so ein halbes Päckchen. So 15 Gramm. Weil wir ja kein Ei verwenden und das muss ein bisschen aufgehen und darum nehmen wir einfach. Und deswegen auch das Öl statt Margarine. Also Öl hat auch nochmal einen schönen, bindet das Ganze auch nochmal gut, gibt so eine schöne Art Eiersatz. Aber würde was dagegen sprechen, Margarine zu verwenden? Nein, man könnte es ja auch mischen. Man könnte sagen, man macht die Hälfte Margarine, aber Öl hat da, das gibt so einen saftigen Charakter. Das mag ich halt. Also ich mag halt wirklich, wenn der Cupcake richtig schön saftig ist. Müssen wir es mit der Maschine machen oder geht es auch von Hand? Maschine ist besser, oder? Es ging auch von Hand, aber ich finde Maschine ist einfacher und dann wird es auch alles schön gleichmäßig gerührt. Starten wir. Eben, und dann ganz zum Schluss werden wir das auf diesen wunderschönen Cupcake-Ständer drapieren und Sahnehäubchen dazu machen, wie du schon gesagt hast. Und extra von zu Hause mitgebracht. Wird eine gute Sache, auf jeden Fall. So, wir legen los und ich stelle dir dann noch ein paar Fragen, weil wir wollen ja etwas wissen. Ja. Also das haben wir noch nicht erwähnt. Mineralwasser. Ja, also Mineralwasser. Sehr, sehr stark sprudelndes Mineralwasser, einfach um durch die Kohlensäure noch ein bisschen Auftrieb zu bekommen. Genau. Ja. Aber immer erst zum Schluss. Erstmal wollen wir gucken, wie der Teig so ist von der Konsistenz. Also, was hat sich in der Tuning-Szene getan, seit du... Viel. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also du bist ja nicht mehr aktiv, oder? Nein, du warst ja eine Zeit lang auch Moderatorin von diversen Sendungen, die mit dem Thema Tuning und Motorsport zu tun haben. Ja, ich habe auch selber ein bisschen produziert, mal so eine Auto-Quiz-Show. Selber gefahren, ich war tatsächlich die erste Frau, die gedriftet ist. Weißt du, was das ist, Driften? Ja, klar. Dieses Querfahren. Ich drifte manchmal ein bisschen ab, aber... Das tue ich auch. Das kommt wahrscheinlich davon her. Aber das war wirklich ein toller Motorsport, der auch wirklich erschwinglich ist. Und ich habe damals mal... Den man auf kleinem Raum auch machen kann, oder? Ja, kleinen Rahmen. Also man braucht keinen großen Sponsor dafür, einfach ein Auto mit Heckantrieb und guck hier, was ist hier auch, das ist hier, kurz. Guck, was sich hier in der Kochszene tut. Ich komme nicht mal mit der Maschine zurecht. Ja, das geht schon. Siehst geht du? Schon. Und jetzt? Und jetzt einfach kurz einschalten. Blondine am Mixer. Nee, das ist alles Gewohnheitssache, Ja, aber mittlerweile, ganz ehrlich, die Autos, die du ja so von der Stange, sag ich mal, bekommst,
Was willst du da noch groß tun? Da ist alles schon. Ja, vielleicht alles ein paar schon drin, Felgen, ja, oder so. Aber früher gab es das alles nicht und da war das natürlich ein Riesenthema. Ja. Ja. Und heute sind nur die paar Freaks. Da gibt es ja bestimmt ganz viele Rubriken. Ja, klar. Ja. Also, es gibt so die Japaner-Tuner, die halt so wirklich diesen Klischee, diese Frittentheke hinten haben auf dem Heckspoiler. Weißt du, ja, so? Ja. Und da gibt es natürlich auch Understatement-Tuning, die ihr Auto bewusst so 0 auf 15 lassen, aber dann angenommen einen Porsche-Motor drin haben. Ah, okay. Ne? Gibt es auch. Also, das ist schon erstaunlich. Also, muss er das jetzt im Speziellen stark rühren oder nur so, dass es einfach so mal ganz kurz mal Gas geben? Ja. So, Gott, reicht schon? Die würde ich die Schokolade noch. Mhm. Mal schauen, dass wir keine Flüssigkeit rein. Genau. Und bei weißer Schokolade natürlich immer sehr, sehr verhalten mit der Hitze, weil die ist ja sehr empfindlich, ist ja keine echte Schokolade in dem Sinn, weil die ja aus Kakaobutter eigentlich besteht. Das ist ja wirklich keine deshalb, echte Schokolade. Nee, eine echte Schokolade wird aus Kakao gemacht, also aus Kakaobohnen. Ja. Und der Abfall sozusagen, das was abfällt bei der Kakaoherstellung, wäre dann die Kakaobutter. Mhm. Ja. Und aus dieser Kakaobutter wird einfach die weiße Schokolade dann gemacht. Mit ein bisschen Vanillin oder mit ein bisschen Vanille, nicht Vanillin, Vanille. Und, echte Vanille, und Zucker. Ja, genau. Genau. Mhm. Ja. Wie was gelernt hier, schau dich schlau. Ja. Genau, also ein bisschen flüssige Schokolade rein, das dient auch dazu, um das Ganze ein bisschen abzuschmecken und tollen Geschmack reinzubringen. Ah, ja, es ist und von auch der Konsistenz, Konsistenz. Oh, cremig, lecker. Jetzt würde ich sagen, mixen wir das noch mal kurz auf. Okay. Und dann gehen wir einen Sprudel hinzu. Thymian. Ah, der kommt jetzt schon rein? Ja, der kommt jetzt schon rein. Okay, dann übernehme ich das. Der darf jetzt schon rein, aber das übernimmst du. Gibt es da irgendwie einen Trick? Also wichtig nur die Blätter, oder? Ja, du kannst halt vorsichtig, da braucht man natürlich viel Gefühl, ja, wie es wir Männer und Frauen natürlich auch haben. Natürlich in der Muttermilch schon mitbekommen. Ja, sicher. Und da muss man einfach schauen, wenn man ganz zarte, junge Stielchen hat, ja, dann kann man da auch einiges mit reinmachen. Und wenn man halt so ein bisschen einen erwachsenen Thymian hat, der halt ein bisschen grobe Stiele hat, dann muss man einfach drauf schauen, dass man nur wirklich die Blättchen nimmt. Aber wir haben jetzt hier wirklich ganz, ganz tolle Ware, ja, schön fein. Ich habe jetzt in meinem Rezept getrockneten Thymian im Teelöffel. Was bei frisch verdoppeln oder was sagst du von der Menge? Nö, das kann man so beibehalten. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr und es kommt immer auf die Intensität vom Thymian drauf an. Dann müssen wir die natürlich ganz fein wechseln. Das werde ich übernehmen. Kriegst und ich denke, ich kriege das auch hin. Genau. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. So. Ich werde aber schon mal einen Schuss Sprudel hier in den Teig geben. Mach das. Und dann können wir uns noch ein bisschen über vegane Ernährung unterhalten. Ja. Also war ich auch nicht immer Vegetarierin oder Veganerin dann zu Ende, sondern das war ja auch ein kleiner Prozess. Ja. Hast dich aber immer schon auch mit Ernährung beschäftigt, ganz klar. Als Miss Tuning muss man gute Figur haben, muss ein bisschen trainiert sein, oder? Ja, nicht. Gut getuned. Ja, gut getuned, ja genau. Gut getuned, gutes M-Paket. Nein, also ich bin sehr froh, dass ich gute Gene habe und dass ich sehr viel essen kann und das auch gut verstoffwechseln. Aber natürlich achtet man als Veganer eigentlich sehr auf seine Ernährung. Ich tue es nicht. Ich bin halt so der Pudding-Veganer. Ich esse unglaublich. Ich nasche gerne. Okay. Ich genieße. Ich bin ein wahnsinniger Genussmensch. Also ein sympathischer Veganer, würde ich sagen. Endlich mal, ne? Wurde mal Zeit. Und es ist ja auch so ein großes Anliegen, eben mal zu sagen, wir essen nicht nur Styropor und Karotten, sondern es kann auch gesellschaftsfähig sein. Und Schwiegermutter ist auch glücklich, dass sie den Festbraten auf dem Weihnachtstisch dann hat. Und also das war mir so ein Anliegen, das ging aber schnell. Ja, schöne Aromatik. Ja. Und das wird dann beim Backen, verteilt sich das dann natürlich noch schön. So, Vorsicht. Genau, ja, ein bisschen noch rein. Mit scharfer Klinge. Gut. Ja, passt ja schon. Und da halt auch, also wenn der Teig mal zu fest werden würde, wir haben natürlich ein Rezept, ganz klar, aber falls der Teig doch mal ein bisschen zu fest werden würde, weil es ein anderes Mehl ist oder wie auch immer, dann einfach ein bisschen mehr Sprudel rein, sodass es ein zäh fließender Teig gibt, oder? Genau, so wie jetzt, das sieht man hier ganz schön, so wie der jetzt hier runter so Fäden zieht. Und jetzt kann man entweder mit einem Teigportionierer oder einfach mit einem Esslöffel mache ich das jetzt mal. Ja, ich denke, das geht. Und ich habe noch ein bisschen weiße Schokolade, die kommt da noch mit rein, oder? Ja, weißt du was, hack die doch und dann machen wir die noch so als Clou mit rein, weil in die Mitte kommt noch eine Himbeere. Und wir machen jetzt das Förmchen wirklich nur erstmal so, sagen wir, bedecken wir es einfach nur mit dem Boden. Das kann man ja ruhig ein bisschen gröber hacken, oder? Das schmilzt ja dann beim... Ja, schmilzt ja, eben. Und dann hat man auch einfach schöne... Genau. Und willst du das rein in den Teig gleich oder einfach hier in die... Also ich würde es so machen, dass wenn wir jetzt gleich die Himbeere platzieren,
Ach so, du bist aber echt flott. Na gut, du machst das ja nicht zum ersten Mal. Gut, also gut, dann machen wir hier so ein bisschen drauf. Mhm. Und dann die Himbeere in die Mitte. Dass wir dann einfach schön. Und dann deckeln wir das nochmal mit dem Teig. Mhm. Also nicht ganz voll, weil der Teig ja noch aufgeht. Mhm. Und zum Schluss gibt es dann ein bisschen Sahnehäubchen drauf und nochmal ein bisschen. Magst du mir helfen, weil sonst verschiebt sich die nächste Sendung, glaube ich. Weil wenn ich hier, ich brauche hier. Ach nee. Weiß ich nicht, passt so. Schön. Ich sehe dir gern zu, das schaut gut aus. Aber man könnte, nee, wir können ja ein bisschen quatschen nebenbei. Das geht ganz gut. Ja. Und was ich auch noch sehr spannend finde, weil du hast ja selber zwei Kinder, die sich vegan ernähren, oder? Oder gezwungenermaßen, ne? Ja, also, was heißt ja, klar, es wird vorgelebt, aber sie nehmen es an, ja? Sie nehmen es sehr, sehr gerne an. Und witzigerweise ist, dass mein Sohn, der wird jetzt bald 3, der reagiert auf ein Fleischbrötchen mit Bäh. Okay. Und das habe ich ihm nicht beigebracht. Also das fand er roch wohl nicht lecker. Ach, guck mal hier, ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig. Ich wollte eigentlich mir hier so Mühe geben und das... Passt schon. Oh, Mann. Ja. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, mal wissen möchten oder sich am Überlegen sind, wie erkläre ich meinem Kind, wenn es fragt, was vegan bedeutet? Ja. Die Kathi hat ein Buch geschrieben, ein Vorlesebuch für Kinder. Die Reise nach Veganien, genau. Die Reise nach Veganien, ja, ganz tolles Buch. Und damit kommen Sie nicht in Zugzwang und können Ihren Kindern das einfach vorlesen. Und dann sollte jeder inklusive Ihnen Bescheid wissen, um was es ja, geht. Ja, man denkt vielleicht auch mal darüber nach. Ne? Ja, so, welche Tiere haben Recht auf Leben und Liebe und welche nicht. Und das ist natürlich bei mein Hauptcharakter oder Charakterin ist ein Schweinchen, das sprechen kann. Mhm. Und das kommt natürlich nicht als Spanferkel auf den Grill, ist ja klar. So. Ja, wäre ja auch blöd. Wäre blöd, da wären alle traurig, ja. Machst hier vielleicht noch ein bisschen rein, oder? Jawohl, ja. Genau, ich denke, da hier. Also, wir haben für 12 Cupcakes den Teig gemacht, vielleicht nochmal dazu sagen. Ich empfehle auch die Backform dazu, weil es sonst passieren kann, dass diese Förmchen einfach genau an Form verlieren und auslaufen. So. Hier fehlt auch noch ein bisschen. Ja, ist aber sehr spitz, finde ich, der hier. Ja, nee, es muss schon gleichmäßig sein. Ja, muss schon gescheit sein hier, ich weiß. Genau, wenn tunen, dann richtig. Dann richtig. Hast du eigentlich Interesse an Autos oder mal gehabt? Oder mehr so? Ich brauche halt ein Auto, wo ich viel reinkriege, weil ich meine ganze Equipment... nimmst du alles mit, wenn du... Also ich hatte mal einen Twingo Sport, so das war das höchste der Gefühle für mich. War auch ganz, ganz cool. Ja. Aber ich bin wirklich jemand, der mit Alufelgen nicht gut klarkommt. Ja. Und die, also am Bordstein meinst du? Furchtbar. Ich weiß nicht, wie das jemand schaffen kann, dass er Alufelgen hat. Aber Männer können doch normal so gut einparken, dachte ich. Ja, okay. Da gehöre ich wohl nicht dazu. Also ich glaube, ich kann besser kochen als einparken. Das ist auch schon mal was. Hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Ja. Habe natürlich auch eine Rückfahrkamera jetzt. Genau. Ja, oder dem Assistenten noch. Was gibt der mittlerweile? Nee, also heutzutage fährt ja irgendwie das Auto schon. Assistenten nicht, ne? Aber Rückfahrkamera. Also, so. Okay, also so sieht es aus und jetzt kommt es oben drauf noch. Also, ja? Das machst du jetzt aber, dann wird es gescheit und geht schneller. Also hier einfach oben drauf, sodass die Himbeere gut bedeckt ist, oder? Richtig. Das ist dann die Überraschung in der Mitte. Genau. Und auch durch die Fruchtigkeit einfach eine schöne Überraschung. Ja. Genau. Eben, also vegan ist nicht trocken. Ich weiß noch, ich war zum Promi-Dinner eingeladen und dachte, ach komm, dann... suchst du dir irgendwie einen Bäcker oder einen Konditor, der wird schon was Veganes haben. Mhm. In so einem Öko-Reformhaus bin ich dann fündig geworden, so Vollkorn-Nussecken, und da habe ich mir irgendwie halb einen Zahn ausgebissen. Also das kann ich doch meinen Gästen jetzt nicht präsentieren. Und so war dann eigentlich der Grundstein gelegt, ich muss das selber machen und gescheit und saftig und sahnig. Einfach halt auch mit Spaß und einfach, dass die Leute ansprichst und dass man eben auch nachkochen kann. Das mit Kindern auch, das liegt dir, glaube ich, ziemlich am Herzen, oder? Ja, sehr. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn ein Kind am Kindergeburtstag aufgrund von X Allergen keinen Kuchen kriegt. Oder eben dann nur so eine Nussecke, ne? Mhm. Und andere kriegen die tolle Torte. Sahne. Eben, wobei man jetzt beiläufig erwähnen kann, dass das in Kürze auch ein veganes Backbuch von dir erscheinen wird. Ja? Also um das, was wir heute machen, noch ein bisschen zu vertiefen, ja, kann man dann ruhig in das vegane Backbuch schauen. Das wird in Kürze erscheinen. Mhm. Also im Oktober wahrscheinlich auf der Frankfurter Buchmesse. Man wird sehen, wenn's da ist. Ja. Oder sonst einfach auf deine Homepage oder auf deinen Blog schauen. Ja. Oder im Vegan-Magazin sind auch meine Rezepte. Vegan-Magazin, für das du auch eine Kolumne machst, oder? Mhm. Also wir geben das jetzt in den Backofen rein, bei 175 Grad Ober-Unterhitze. 25 Minuten. 25 Minuten. Genau. Gut. Schau mal, Zeit eingeben.
So, bestätigen. Und damit gehen wir ganz kurz in die Werbepause und werden mit frisch gebackenen Thymian-Cupcakes veganer Art wieder zurück sein. Bis dahin. So, liebe Zuschauer, das Warten hat sich gelohnt. Unsere Muffins sind, oder unsere Cupcakes, was sie eigentlich sind, sind wunderbar. Sind schon aufgegangen? Ja. Oder eine. Der eine wollte nicht so. Ja, okay, da war wahrscheinlich nicht so viel drin. Ja, aber und? Duften herrlich, haben tolle fluffige Konsistenz und sind mit Sicherheit auch sehr saftig durchs Öl, oder? Und durch die Himbeere. Ja, genau. Ja, logisch, durch die Himbeere. Ja. Jetzt tun wir die hier mal ein bisschen hinstellen, lassen die etwas auskühlen so, und gucken, ob wir, ja, mal da können. Oder kriegen wir sie schon raus? Ja. Das ist offen. Mhm. Ja, wir wollen sie nachher ausgarnieren. Möchtest du das auch da drauf machen, ja, oder? Ja. Also gut, wie ein Kerzenleuchter. Das sieht das wahnsinnig süß, schön aus. Also gut, dass du das mitgebracht hast. Ja, das macht wahnsinnig viel her. Also da kann man mit so Kleinigkeiten wirklich schon so eine Art Festtafel. Und sind die jetzt aktuell auch als Rezept bei uns natürlich so bekommen, ist ganz klar. Oder auf deiner Homepage und deinem Blog? Also jetzt aktuell im Vegan-Magazin und später auch auf meinem Blog. Mhm. Eben Vegan-Magazin, Stichwort, du bist ja fester Bestandteil des Vegan-Magazins. Mhm, ja. Bin ich auch sehr stolz drauf. Kathi schreibt eine monatlich, wann kommt es monatlich raus? Monatlich, genau. Monatliche Kolumne. Richtig. Und auch lieferst auch Rezepte. Ja, ja, genau. Also meine und einfach auch wertvolle Informationen zum veganen Dasein. Genau. Also heißt auch Veganismus? Veganismus, also gerade auch vegane Schwangerschaft zum Beispiel. Das ist ja auch ein Thema, das stark polarisiert. Super interessant, ja klar. Ja, und wo viele Frauen auch sehr unsicher sind oder verunsichert werden. Aber du hast ja, muss man sagen, zwei Kinder auf die Welt gebracht. Ja, ja? Kerngesund. Kerngesund eben und hast also Ahnung davon, von was du sprichst. Ja? Und deshalb der Tipp, wenn Sie das Thema interessiert, du hast dazu im Internet bestimmt ein paar Sachen am Laufen, oder? Genau, also bei katibak.de oder katikoch.de, da kann man mich auch anschreiben oder meine normale Website katharinakuhlmann.com. Also man findet mich. Facebook, Instagram, ich bin da. Ja eben, du bist so präsent im Netz wie hier, ja, auf jeden Fall. Gib mir Mühe, der will hier nicht raus. Der ist hier ein bisschen festgeklebt. Ja, okay. Oder ist ein bisschen heiß. Machen wir es. So. Ah, super. Genau, den nur drauf. Ach, herrlich. Ist mal was anderes, ne, mit dem Thymian? Ja, Thymian sowieso. Den machen wir nachher noch als Garnitur obendrauf. Mhm. Jetzt lassen wir die Burschen erstmal ein bisschen abkühlen. Ja, ja. Genau. Und auch getränketechnisch werden wir heute natürlich zum warmen Gebäck, kein Wein präsentieren, ganz klar, sondern es gibt einfach lecker Kaffee. Eben, ja, ich muss noch fahren. Und für dich eine Latte Macchiato mit was Mandelmilch. Mandelmilch, genau. Ja, und eine gute Variante. Und man sieht es auch, also man kann es auch von Hand schäumen. Ja, also es wird auch richtig schaumig, also ganz tolle Sache. Ja, muss nicht immer Soja sein. Nee, ja? Also schmeckt aber auch Mandelmilch, schmeckt ein bisschen nussiger, oder? Schmeckt nussiger, aber auch zum Kaffee. Auch, ja, lecker, einfach auch sehr, sehr weich. Und auch Kaffee natürlich ein Mega-Thema. Ja? Also für mich als Kaffeetrinker sowieso. Oh Gott. Und ich nehme einfach Peru Organic, ja? Kommt von Kleinbauern, wo es einfach direkte Bezugsquelle, es geht nicht über Zwischenhändler. Ach, und die gut. Familien, die können wirklich ihren Weinberg, wollte ich gerade sagen, ihren Kaffeehain einfach pflegen und hegen und haben wirklich auch was davon. Aber ja, also diese Transparenz gedrückt. Ist wichtig, genau, dass man sieht. Und auch da gibt es wunderbare Sachen und der Kaffee ist auch noch wirklich sehr, sehr gut. Ja. Das war vor einigen Jahren nicht so der Fall unbedingt. Ja. Da war auch im Bio-Bereich, ja. Das war halt dann einfach Bio, aber es hat einfach nicht geschmeckt. Ja, ja, das ist im Vegan und heutzutage das beim Kaffee genauso oder bei Vegan noch speziell, alles mit Honig zugekleistert und Vollkorn und so. Und heute sieht das ganz anders aus. Also man kann sowohl fantastische vegetarische und vegane Menüs zubereiten und zu sich nehmen. Ja. Ja, Björn Moschitzki ist der Vorreiter Klasse, im Fine Dining in Berlin, wenn Sie es interessiert. Also ganz, ganz tolle Sache auch. Der macht wunderschöne und, Sachen. Auch im Kaffeebereich sind einfach jetzt die Organic-Cafés eigentlich wirklich top. Finde ich auch wichtig. Also ich finde, jeder Euro ist Politik und da sollte man sich überlegen und sagen, lieber weniger. Und dafür mehr von der Qualität und man tut auch was Gutes. Ja. Ne? So, Sahne haben wir auch schon ein bisschen geschlagen. Jetzt gucken wir mal, ob die... Die muss allerdings kalt sein. Also ganz wichtig, die Sahne muss gekühlt sein vorher. Ist auch vegane Sahne. Auch vegan, jawohl. Leicht gesüßt schon. Ja, also man kann's und schon aufschlagbar. Also da musste man jetzt nichts mehr hinzufügen. Ja, stimmt. Oh Gott. Genau. Nee, das ist sehr, sehr gut zu schlagen. Also man kann da wunderbar veganes Schokomousse herstellen. Ja, natürlich. Ohne Ei geht wunderbar. Aber man kann auch wunderbar übrigens Mousse-Schokolade mit Avocado machen. Schon mal probiert? Mhm. Auch ganz toll. Ja, das hatte ich irgendwann nicht mal.
Also einfach pürierte Avocado nehmen mit geschmolzener Schokolade mit, ja, und, das und dann ein bisschen schon. Sahne drunter. Ja, kann man auch noch Sahne runterheben. Aber geht auch ohne. Aber es gibt ja auch viele, die sagen, ach, ich möchte jetzt aber nicht ein Ersatzprodukt. Ja, okay, mein Avocado hat ganz viel Öle. Ja? Also ist Fett. Ja, das ist Fett. Kannst du auch ein super Eis essen, super Eis herstellen damit wahrscheinlich. Ja, du hast einfach cremig ohne Ende und es wird beim Frieren auch richtig schön. Ja. So. Ja, ich würde sagen, ich kümmere mich schon mal ums Käffchen. Mach das mal, genau. Mal eine schöne Tasse für mich und dann einen wunderbaren Latte mit für Mutti. Mandelmilch für Mutti. Ja, also Kaffee ist ganz wichtig für mich, also gerade mit zwei Kindern. Also, also Kaffee also intravenös, nichts. Also nichts Guarana oder wie das Zeug heißt. Ach nö, ich bin wirklich eine Kaffeetante. Hilft also, nicht so. Ja, Kaffeetante, Kuchen dazu. Aha. Das darf ruhig sein. Okay. Also ein sehr angenehmer Veganer. Oder Veganerin. Ja? Sag mal Veganerin. Ja, ach Gott, irgendwann sagt man auch Kinder und Kinderin. Also ich finde das so furchtbar. Also ich denke, man nimmt mir ab, dass ich weiblich bin. Du musst es nicht nochmal. Meine Tochter hat immer gesagt, Mann und Männin. Männin, Auch das hast du gelernt. So. Die sind noch sehr warm, aber ich versuche mal mein Glück. Mhm. Und einfach schönes Himbeerchen. Und noch ein Himbeerchen oben drauf. Mit ein bisschen flüssiger Schokolade drüber geben. Ah ja klar, weiße Schokolade könnte man drüber machen. Oder ein Zuckerguss oder man lässt es einfach so oder macht nur Puderzucker. Bin ich im Weg? Nee. Nö. So, gut. Im Bild hoffentlich, aber nicht im Weg. Ja. So, also hier schön. Beutel macht wirklich viel her. Richtig schön Schäumchen. Dann machen wir da Himbeere drauf. Ich nehme es mal an, doppelten Espresso ist angenehm, oder? Immer. Immer, gut. Immer. Der andere wirkt, glaube ich, schon gar nicht mehr. So schlimm. Wie alt sind deine Kinder? Also der Kleine hat Energie für 5, der wird im Oktober 3. Und der hält mich wirklich auf Trab und ist hups und auch so richtig, so ein richtiger Hauding. Also so ein Michel aus Lönneberger. Ja, okay, ich meine, er kommt halt nach der Mama, denke ich mal, ja, oder? Ja, und ich dachte, ich war ruhig als Kind. Du bist auch gar nicht das stille Wasser? Ich war ganz schlimm als Kind. Du musst dir vorstellen, ich bin so lange im Flugzeug hin und her gelaufen, bis ich zum Piloten durfte. Ja, die hätten, glaube ich, sonst Not gelandet. Ach, das hätte ich mir früher sagen müssen. Jetzt schaut es blöd aus, wenn ich das mache, ja. Ach so. Jetzt ist es schon vorbei. So, und ich mache uns noch ein kleines Thymianzweigchen drauf, während der zweite Espresso reinläuft. Und dann haben wir noch hier eine wunderbare Geschichte zum... Ja, okay. Ja, und so überzeugt man wirklich auch die Schwiegermama, ne? Also auch wenn sie so eine absolute Anti-Veganerin ist. Super, das passiert, wenn die Cupcakes noch zu warm sind. Genau, schwupp, okay, wir machen mal noch mal ein neues. Man kann jetzt hier einen Thymianzweig drauflegen, sieht natürlich sehr hübsch aus. Oder auch die Thymianblättchen einzeln abzupfen, das geht natürlich auch sehr gut. Ja, machen wir hier mal so eine Geschichte. Sieht natürlich traumhaft aus. Und wenn Sie, wie wir, jetzt einen Zitronenthymian zum Beispiel verwenden, dann hat das einfach auch noch geschmacklich einen Kick. Ja. Also auch hier wieder Tuning am veganen Objekt sozusagen. Ja, einmal mit Tuning, immer mit Tuning. Ne? Ja, klar. Aber das ist ja nicht unangenehm. Also das war eine wertvolle Zeit, nehme ich an. Ach, das war eine tolle viel Zeit. Viel gelernt, viel erlebt. Ich kam wirklich. Ich meine, ich habe als Miss Tuning dann als deutsches Fräulein auf der größten. Also, liebe Zuschauer, ein guter Tipp. Okay, ein guter Tipp für zu Hause. Zeit einfach die, und lass die Muffins abkühlen. Muffins abkühlen lassen, obwohl sie warm natürlich wahnsinnig schmecken. Oder warm essen, geschlagene Sahne separat dazu. Ja. Ach, das ist ja herrlich. Ja, sowas passiert, ein wenn man wunderbarer, live ist, ne? Ein wunderbarer... Aber ich gebe nicht auf. Zack. Nee. Ich bin da hartnäckig. Latte Macchiato, bisschen Schäumchen noch oben drauf. Also, bevor das jetzt noch schlimmere Ausmaße annimmt, liebe Zuschauer, verabschieden wir uns mit unseren wunderbaren Cupcakes und würden uns natürlich wie immer sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt, wertvoll kochen. Bis dahin. Tschüss.